Hallo Rollenspiel- und Science-Fiction-Freunde, ich bin Nightflyer und ihr seht genau richtig, wir spielen Mass Effect. Ja, warum spielen wir Mass Effect? Das hat mehrere Gründe. Zum einen erscheint am 23. März Mass Effect Andromeda, das ich natürlich sehr gern spielen möchte und auch Let's Playen möchte, denn ich bin ein großer Fan der Reihe. Ich habe alle Teile mehrfach gespielt und ich habe als eines meiner ersten Projekte eben den ersten Teil von Mass Effect angefangen zu Let's Playen. Das war irgendwann Anfang 2015. Und ja, es kamen allerdings dann irgendwie immer irgendwelche anderen Sachen dazwischen. Es kamen neue Spiele raus, die gespielt werden wollten und so weiter und so fort. Ich hatte ursprünglich geplant, bis zum Erscheinen von Andromeda alle drei Teile zu spielen. Teil 2 und 3 schaffe ich leider nicht mehr. Das war ursprünglich eigentlich so geplant, dass ich alle drei Teile spiele, bis Andromeda erscheint. Aber da ist ja nun leider auch einiges dazwischen gekommen. Ich hatte ja letztes Jahr im Sommer ist meine Mutter gestorben. Danach stand der Kanal ein halbes Jahr still in etwa. Und ja, alles sowas. Und ja, jetzt wurde Mass Effect Andromeda offiziell angekündigt zum 23. März. Und bis dahin möchte ich den ersten Teil von Mass Effect auf dem Kanal haben, komplett. Und damit fangen wir jetzt schlicht und einfach mal an. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich schaue mal in unser Tagebuch. Ich kann mich ungefähr erinnern, was wir zuletzt gemacht haben. Es war ein Auftrag und zwar haben wir die vermissten Marines gesucht. Admiral Kahoku hat sie gebeten, ein vermisstes Aufklärungsteam im Sparta-System zu suchen. Das Team sollte einige verdächtige Aktivitäten in diesem Sektor untersuchen. Schon kurz nach ihrer Entsendung brach sämtlicher Kontakt ab. Das haben wir gemacht. Wir haben den Planeten untersucht. Wir haben leider nur die Leichen des Teams gefunden. Jetzt sollen wir als nächstes zur Citadel zurück, um Admiral Kahoku Bericht zu erstatten. Das machen wir aber noch nicht, denn wir haben noch ein paar Aufgaben, die wir vorher erledigen können. Und ich glaube, genau, das ist die Aufgabe. Die haben wir nämlich, kurz bevor wir die vermissten Marines gesucht haben, haben wir eine neue Quest bekommen. Woraufhin wir auch schon mal zur Citadel zurück sind. Und da haben wir mit Nassana Dantios gesprochen und die hat uns angeheuert, ihre Schwester Dahlia aus den Fängen einer Söldnergruppe zu befreien, die im Artemis-Tau-Cluster operiert. Und genau im Artemis-Tau-Cluster befinden wir uns jetzt gerade. Und wir sollen in das Mazedon-System und dort eine Söldnerbasis infiltrieren. Und ich würde sagen, so für den Anfang werden wir das erstmal machen. Ich muss natürlich erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Aber wir schauen mal, das wird schon. So, hier zoomen wir erstmal raus. Den Planeten haben wir abgeschlossen. So, und wir reisen in das Mazedon-System. Ja, da müssen wir jetzt natürlich erstmal wahrscheinlich wieder den richtigen Planeten suchen. Fangen wir mal hier an, Porolan. Den könnten wir zumindest erkunden. Ich lese mal kurz, was das für ein Planet ist. Porolan ist ein großer terrestrischer Planet, in etwa halb so groß wie die Erde. Trotz der dichten Atmosphäre ist es auf dem Planeten bitterkalt, denn der rote Zwerg Mazedon strahlt nicht viel Hitze ab. Die Oberfläche besteht hauptsächlich aus Silikaten, aber es gibt hier auch bedeutende Funde an Eisen und anderen industriell interessanten Metallen. Trotz der vorherrschenden großen Schwerkraft könnte es sich lohnen, diese Vorkommen abzubauen. Okay, wir erkunden den Planeten mal. Und wir finden Matriarchenschriften. Beim Scannen des Planeten Porolan haben sie ein seltsames Signal aus dem Orbit empfangen. Navigator Presley konnte das Signal bis zu einem uralten Sender zurückverfolgen. Ihr Bergungsteam brachte den Sender an Bord und fand in einem Staufach eine der Schriften der Matriarchin Delinaga. Okay, da haben wir jetzt wahrscheinlich auch direkt eine neue Aufgabe bekommen, schätze ich. Wir sollen bestimmt weitere suchen. Mal sehen. So, dann haben wir Patavik. Da gibt es nichts. Deshalb lese ich jetzt auch den Text nicht vor. Wenn ihr den Text zu diesem Planeten durchlesen möchtet, dann könnt ihr hier einmal pausieren. Ich scroll's nochmal eben runter, dann habt ihr auch den Rest des Text und könnt euch das anschauen. Ah, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ein Problem, das ich schon früher immer hatte, dass ich immer die Kreistaste drücke, um zurückzukommen, aber dann kommt man komplett aus diesem Bildschirm raus. Okay, dann haben wir hier Sharjila. Und ich glaube, das scheint der Planet zu sein, den wir uns anschauen sollen. Aber hier ist noch einer. Und deswegen gucken wir erstmal hier. Phagelus. Auch den können wir wieder erkunden. Phagelus ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant mit großen Vorkommen an Kohle-Wasserstoffen in der Atmosphäre. Okay, wir erkunden ihn mal.
und finden Gasvorkommen, und zwar Xenon. Alles klar. Gut, ich glaube, das war's. 4 Planeten haben wir hier. Dann auf nach Shahila, würde ich sagen. Ich lese es erstmal hier. Warnung. Druckgefahr der Stufe 1. Shahila besitzt eine sehr dichte Atmosphäre aus Ammoniak und Sauerstoff. Die gemäßigt warme Planetenoberfläche besteht hauptsächlich aus Aluminium mit Vorkommen an Schwefel. Die Kommunikationsbarken in diesem System haben in letzter Zeit eine Reihe nicht erfasster Schiffe in der Nähe registriert. Auf Shahila existiert ein üppiges Ökosystem, das auf Silizium und Sauerstoff basiert. Die dicht bevölkerten Gebiete sind bedeckt mit feinem Silikatstaub, Siliziumdioxid, ein Nebenprodukt der Atmungssysteme der weiterentwickelten Lebensformen dieser Welt. Die heftigen Winde wirbeln häufig Staubwolken mit scharfen Partikeln auf und stellen ein besonderes Problem dar. In Gebieten, wo der Wind große Verwehungen von Silikaten verursacht hat, können Begehungen äußerst gefährlich sein. Außenmissionen sind hier kaum durchführbar. Tja, wir müssen trotzdem darunter und landen mal. Und schauen, was uns dort erwartet. Ich hoffe, wir stoßen nicht wieder auf Dreschlunden oder so. Da kann ich ehrlich gesagt drauf verzichten. Hatten wir erst kürzlich, ich glaube in der letzten Folge, halt, wo wir die vermissten Marines gesucht haben. Ich hoffe, das bleibt uns hier erspart. Okay, wir müssen erstmal ein Team auswählen. Ich gehe davon aus, dass wir dort Dinge finden werden. Behälter zum Öffnen und so weiter, die wir dechiffrieren müssen oder so. Deshalb würde ich gern zwei mit Elektronik mitnehmen. Und ich würde sagen, wir nehmen Tali mit. Und wir nehmen, weil Garrus auch noch ein bisschen Kampfstärke mitbringt, Garrus mit. Würde ich sagen, so machen wir es. Und wir nehmen das so an. Ist natürlich sinnvoller, wenn man immer auch jemanden mit Biotik dabei hat, aber wie gesagt, ich glaube, wir werden hier mit Sicherheit irgendwelche Behälter und so weiter finden, die wir hacken müssen oder so. Und das geht nur, wenn wir Elektronik haben. So, da sind wir. Jetzt müssen wir einmal kurz warten, weil die Spieldaten gespeichert werden und dann steht das Spiel leider immer still. Ich hatte ja anfangs, hatte ich mal das Autospeichern abgeschaltet, habe es dann aber wieder aktiviert, weil doch gerne mal ein Spielstand verloren geht. So, ich guck mal eben in unser Squad. Tali hat 4 Punkte übrig. Und ich würde, glaube ich, direkt gern 2 Punkte einsetzen, und zwar in die Quarianische Maschinistin. Trotz ihrer Jugend ist Tali ein wahres Genie, wenn es um mechanische oder elektronische Ausrüstung geht, verbessert Tech-Schutz, verbessert Schilde. Ich glaube, das macht Sinn. Jetzt könnten wir natürlich direkt auch, weil so waffenmäßig hat sie es nicht so drauf, ne? Würde ich sagen, wir geben ihr noch ein bisschen Pistole. Erste Hilfe haben wir Garrus dabei. Okay, wir gucken mal weiter. Bei uns, bei Shepard, können wir gerade nichts machen und bei Garrus auch nicht. Und hier seht ihr, der hat Erste Hilfe, hatte ich glaube ich auch in der letzten Folge geskillt, weil ich unbedingt Elektronik haben wollte. Und dazu musste man Erste Hilfe bis hierher skillen. Okay. Dann vielleicht nochmal die Ausrüstung überprüfen. Ah ja, das wäre überhaupt eine Maßnahme. Wir benutzen Banshee 2. Da haben wir momentan auch nichts Besseres, glaube ich, außer hier diesen Avenger. Wobei die natürlich eine Menge mehr Schaden macht, aber weniger Schütze bis Hitzelimit. Aber finde ich jetzt nicht weiter wild. Schaden, das ist eine ganze Menge, das machen wir. Möchten Sie installierte Upgrades auf das neue Ziel übertragen? Ja, machen wir mal. Und wir gucken mal, was wir da für Upgrades installiert haben. Das weiß ich nämlich gar nicht. Okay, wir haben hier ein Waffen-Upgrade und Munitions-Upgrade. Oh, da muss ich erstmal gucken jetzt hier. Ich gehe nochmal zu so Bestätigung und Enden. Habe ich das jetzt aus Versehen eingebaut? Das wollte ich gar nicht. Ich kann das gar nicht identifizieren. Großkaliberlauf 2. Okay, das oberste offenbar. Feuert größere Geschosse ab und erzielt so mehr Schaden. Allerdings wird die Feuerrate reduziert und die Waffe überhitzt schneller. Okay, verbessertes Visier. Waffenpräzision. Kühlkörper. Absorbiert und leitet die Hitze ab, die normalerweise beim Abfeuern einer Waffe entsteht. Dadurch müsste man länger schießen können. Das machen wir. Damit hätten wir dann im Grunde genommen wahrscheinlich so ähnlich wie die Banshee. Und achso, wir können noch Munitions-Upgrade machen. Da haben wir jetzt gerade Reißer 1. Da würde ich sagen, da bauen wir Reißer 3 ein, oder? Zack. So. Ich denke, da wir die Waffe jetzt erstmal standardmäßig benutzen, reicht das erstmal aus. Wir können auch mal bei der Panzerung gucken.
Notfallinterface 2, gehärtetes Gewebe 3. Okay, wir bauen was mit 3 ein auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das gehärtete Gewebe. So. Können wir noch mehr einbauen da? Ne, da geht nur das eine, alles klar. Gut, dann gucken wir bei Garrus. Der benutzt auch vornehmlich das Sturmgewehr und hat gerade Lancer 1. Ja, da könnten wir ihm mal was Gutes tun. Ich würde sagen, der kriegt auch das Avenger 2. Auch hier überprüfen wir mal eben die Upgrades. Ja, verbessertes Visier, Kampfsensor. Der kriegt das verbesserte Visier. Und Tali. Die sollte eigentlich vornehmlich die Pistole verwenden. Denn das ist das Einzige, was bei ihr trainiert ist. Und sie bekommt... Wobei, die hat schon da optimal, sage ich mal. Wir gucken nochmal eben nach den Upgrades. Kampfsensor. Einige Feinde nutzen Störtechnik, um Waffenradar zu blockieren. Dieses Upgrade verbessert die Erkennung und lässt solche Gegner sichtbar werden. Mhm. Aber ich würde sagen, wir bauen hier einfach mal... auch das verbesserte Visier ein. Was man noch machen könnte, wäre ja die Panzerung. Die sollten wir vielleicht nochmal überprüfen. Okay, wir haben ja auf jeden Fall nichts, keine andere Rüstung für sie. Stimulanzpack. Entlassen zielgerichtete Dosen von Adrenalin, um Regenerations- und Nachladezeiten zu reduzieren. Das ist nicht schlecht. Ich gebe ihr aber das Notfallinterface. Und ich glaube, das gleiche machen wir auch bei... Garrus, ne, der hat gar kein Notfallinterface. Haben wir, doch, hier haben wir noch Notfallinterface 2. Alles klar. Dann kriegt der eingebaut. So, und ich glaube, damit machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Wohin überhaupt? Karte? Ne, Karte. Okay, wir haben Trümmer, wir haben eine Festung und wir haben eine Anomalie. Ich würde sagen, wir fahren zuerst zu den Trümmern. Und ich würde sagen, fahren wir hier unten lang, ne? Ich glaube, soweit ich das gesehen habe, kann man hier unten ganz gut lang fahren. Mal schauen. Ja, vielleicht hätte ich noch weiter unten lang fahren sollen. Aber wir haben es schon auf der Karte jetzt. Eieieiei, jetzt geht's abwärts. Aber ich sehe, glaube ich, die Trümmer schon. Viel ist es nicht. Dann gucken wir uns das mal an. Abgestürzte Sonde. Bergen. Ja, und jetzt kommt mein herzallerliebstes Minispiel. Hoffentlich kriege ich das hin. Das erste Mal nach fast 2 Jahren. Das hat geklappt. Wir bekommen Schockabsorber 3 und gehärtetes Gewebe 3. Nehmen wir alles mit erstmal. Auf Universal können wir, Gel können wir immer noch reduzieren später. Und wir wählen uns das nächste Ziel aus und da würde ich sagen, die Festung. Was wahrscheinlich unser Haupteinsatzziel sein wird. Bin gespannt. So, wo fahren wir denn da lang? Ich würde sagen... hier sollte man ganz gut dahin kommen. Ja, irgendwie Sklavenjäger oder so erwarten uns da wohl. Und ich glaube, auf der Karte erscheinen schon Feinde. Ja. Ah, ist das ätzend mit diesem Marco. Ist nicht unbedingt mein Lieblingsgefährt. Beim Mass Effect Andromeda soll es ja ein neues Fahrzeug geben. Okay, da hinten. Ich weiß nicht, ob das was bringt. War wahrscheinlich zu weit weg. Den treffe ich nicht. Aber so. Okay, da sind aber noch welche.
Warum treffe ich ihn denn nicht? Ich glaube nicht, dass du mich fertig machst. Ich fahre dich einfach über. Okay, ich glaube, das war's. Und hier haben wir einen Eingang. Jo, dann marschieren wir mal rein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Fahrzeug heißt, was wir in Andromeda kriegen. Ich hab den Namen vergessen, verdammte Axt. Wenn das ist, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Bei mir ist es gerade total weg. Es soll sich auf jeden Fall deutlich besser steuern. Aber ich meine, das hatten wir auch schon bei Mass Effect 2 und 3. Da hatten wir auch noch Fahrzeuge und so. Ich glaube, beim zweiten glaube ich gar nicht. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Das ließ sich ja auch schon deutlich besser steuern. Okay, wir müssen offenbar hier rein. Und da sind Feinde hinter. Okay. Ich überlege, ob ich gerade echt mal speichere oder so. Nee, komm. Schaffen wir schon. Rein da. Fängt der Spaß an. Deckung. 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 Da ist ein dicker Kroganer. Und ich habe die falsche Waffe ausgewählt, sehe ich gerade. Das ist natürlich unpraktisch. Und Tali hat auch die falsche Waffe ausgewählt. Okay. Jetzt müssen wir uns hier irgendwas einfallen lassen. Vielleicht den Piraten da. Was können wir da machen? KI hacken? Nee, ich glaube nicht. Na gut, momentan gibt es nicht so viel zur Auswahl. Unser Team kämpft aktiv. Was macht denn der da? Aber jetzt! Okay, da ist noch einer. So, ist auch hin, aber da sind noch welche. Einer ist noch, aber ich glaube, der ist oben. Bevor wir jetzt nach oben gehen, da liegt was. Schauen wir uns erstmal um. Okay, ein Medizinkit. Das können wir natürlich gebrauchen. So Leute, ihr könnt aus der Deckung rauskommen. Ein Kraftstofftank. Die hätten wir auch in die Luft jagen können. Aber die sind sowieso alle vorne rumgelaufen, glaube ich. Eine medizinische Station. Leichte Dechiffrierung. Okay, es geht wieder los. Nee, alles nehmen. Erstmal alles nehmen. Hier haben wir noch Kisten. Ja, das nehmen wir auch erstmal alles mit. Ich lese das jetzt nicht mehr alles vor, was da in den Kisten ist. Da wirst du bekloppt bei. Und das meiste davon werden wir wahrscheinlich sowieso irgendwann zu Universalgel umwandeln. Ha, endlich wieder mit Shepard unterwegs. Ich freue mich. vielleicht holen wir mal die Waffe raus. Und ich nehme an, dass da oben jetzt der Boss wartet auf uns oder so. Deswegen. Versuchen wir es mal. Oh. Okay, ist tot. Das war eine Azari-Sklavenjägerin. Und ja, looten ist hier nicht. Schön hingelegt hat sie sich da. Guck mal. So wie so ein bisschen Jesus-mäßig liegt sie da jetzt. Ja, schöne Pose. Okay. Da ist noch ein Raum. Wir gucken erstmal hier hinten. Ich glaube, die Waffe können wir wieder wegpacken. Hier scheint nichts zu sein. Alles klar. Ja, wie gesagt, ich habe vor, natürlich jetzt Mass Effect tatsächlich bis zum 23. März bei uns auf dem Kanal durchzuprügeln. Ich weiß noch nicht, wie gut das klappen wird. Aber ich bin mir sicher, dass es klappen wird. Notfalls muss ich halt zwei Folgen täglich hochladen. Also ich weiß es noch nicht genau. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das noch werden. Ich rechne mal mit 30, so in dem Dreh. Hier haben wir einen gehärteten Wandsafe, schwere Dechiffrierung. Also das kann wieder spaßig werden. Und mein Daumen ist echt nicht für geeignet, für dieses Minispiel. Da wünschte ich mir echt, dass die das PC-Minispiel eingebaut hätten. Oh, wir haben es trotzdem hingekriegt.
Einmal hätte ich mich fast verdrückt. Okay, alles nehmen. Mädels. Danke. Ja, Mädel. Garrus, ich weiß, du bist kein Mädel, aber du könntest mich trotzdem gern durchlassen. Hallo. Alter, nimm mal die Waffe in die Hand. So, geht mal da hinten. Das Terrain ist zu rau. Ja. Haben wir jetzt uns gegenseitig festgebackt hier, oder was? Ich kann nicht. Gehen Sie vor. Ja, ich kann nicht. Nee, komm, Garrus. Jetzt, okay. Jetzt schon wieder geil los hier. Okay, hier haben wir noch einen gehärteten Spind. Schwere Dechiffrierung. Okay, wir probieren es nochmal. Wow. Hat geklappt. Alles nehmen. So, und hier stand aber noch ein Computer. Sie haben jetzt Beweise dafür, dass die asarische Sklavenjägeranführerin und Nasana Dantius, eine bedeutende Botschafterin auf der Citadel, Schwestern sind. Sie sollten zum Präsidium zurückkehren und Nasana mit diesen Fakten konfrontieren. Beweise herunterladen. Okay. Also die letzte, die wir jetzt hier gekillt haben, war also die Schwester von der Botschafterin. Und war nicht etwa entführt worden von den Sklavenjägern, sondern war selbst die Chefin hier in dem Laden. Okay. Na gut, so. Wir haben noch eine Anomalie auf diesem Planeten entdeckt. Die wollen wir uns natürlich auch noch anschauen. Aber erstmal muss ich den Ausgang wieder finden. Wo war der? Da hinten, glaube ich. Nee, da war er. Oh, hier liegt noch was. Nehmen wir mit. Mangut. Hätten wir fast übersehen. Ja, und ich muss mal sehen, ob das mit meiner Aufnahme hier klappt. Ich habe nämlich schon mal ein bisschen rumprobiert. Ich hatte massive Probleme leider. Ich habe irgendwie echte Probleme, die PlayStation 3 aufzunehmen. Ich hoffe, dass es jetzt in Zukunft klappen wird. Denn wenn nicht, dann muss ich dieses Let's Play doch irgendwann vielleicht sterben lassen. Und das will ich nicht. Ich will dieses Spiel unbedingt zu Ende spielen. So, wir gucken wieder auf die Karte und setzen uns einen Marker auf die Anomalie. Und auf geht's. Mal gucken, wie wir da hinkommen jetzt. Wie gut oder schlecht. Zum Glück haben wir noch keinen Dreschlund gehabt. Wobei ich glaube, dass auf diesem Planet wahrscheinlich auch gar keiner sein wird. Ich glaube, da erscheint gerade noch was auf der Karte. Dass wir uns vielleicht zuerst anschauen. Ich glaube, das ist irgend so ein Vorkommen. Irgendein Rohstoff. Ja. Und jetzt kommt wieder etwas, worüber ich mich tierisch aufregen kann. Wir müssen nämlich auch diese scheiß Vorkommen, das ist ein Thorium-Vorkommen, müssen wir hacken. Total bescheuert. Also wir müssen nicht hacken, wir müssen halt dieses Minispiel machen. Es ist immer das gleiche Minispiel. Und wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir Pech gehabt, glaube ich. Ja, und... Super. Mein Daumen hat gerade nicht mitgespielt und wollte irgendwas anderes drücken. Ach, oh, hier können wir es doch nochmal machen. Okay, geil. Ja, das ist ja wenigstens etwas... Ich hatte befürchtet, dass das hier auch nur einmal geht. Seltenes Element entdeckt ein Thorium-Vorkommen. Ein großes. Sehr schön. Ich hatte echt befürchtet jetzt gerade, das kann man auch nur einmal machen. Das wäre echt doof gewesen. Ey, überhaupt ist dieses Minispiel an dieser Stelle doof. Aber gut. Mann, wie verdammt heiß denn die Kiste bei Mass Effect Andromeda, das Fahrzeug? Ich komme aber nicht drauf. Macht mich jetzt ganz verrückt. Das muss ich nach dieser Folge erstmal nachgucken, glaube ich. Okay, unterwegs so. Zur Position. Ja. Alles klar. Da haben wir was. Eine Asari-Kapsel. Artefakt Bergen. Das nächste Minispiel. Das war jetzt mal sehr einfach.
Eine weitere Matriarchenschrift. Es lässt sich nicht bestimmen, wer hier gelebt hat, aber der Ort ist schon einige Zeit verlassen. Das Behältnis in dem Zelt enthielt neben anderen Dingen auch eine der Schriften der Matriarchin Dilinaga. Okay. Dann haben wir schon zwei davon gefunden. Ach siehst du, da wollte ich mal ins Questlog gucken. Beziehungsweise ins Tagebuch. Genau, da haben wir es hier auch schon. Asari-Schriften. Und da haben wir jetzt 2 von 10 gefunden. Naja, also ob wir diese Aufgaben, diese Sammelaufgaben komplett abschließen, das weiß ich nicht. Auch hier Mineralien, ob wir das alles... Da müssen wir echt hier auf jeden Planeten runter und hast du nicht gesehen, gegen jeden Dreschlund kämpfen wahrscheinlich. Okay, was haben wir jetzt hier noch für Aufgaben? Nach Kampfzeichen suchen. Insgesamt existieren mehrere Medaillons. Also, achso, das, wir hatten den Salarianer gefunden, genau. Das war auch in der letzten Folge, glaube ich. Asari-Diplomatie, ja, das haben wir gerade gemacht. Geiselname. Warte mal, nochmal zurück. Eine Gruppe fanatischer Biotiker im Hades Gamma-Klasse hat den Vorsitzenden des parlamentarischen Unterkomitees für transhumane Studien als Geisel genommen und sich mit ihnen in einem verlassenen Frachter im Farinata-System verschanzt. Finden Sie den Frachter im Farinata-System des Hades Gamma-Clusters und konfrontieren Sie die Biotiker an Bord. Ach du Scheiße, Biotiker. Feindliche Übernahme. Helena Blake, ein hochrangiges Mitglied eines illegalen Kartells, hat sie angeheuert, um 2 ihrer Konkurrenten in der Organisation auszuschalten. Ihre Operationsbasen befinden sich in der Han und in den Han- und Dis-Systemen. Nach ihrer Eliminierung sollten sie Miss Blake im Fortuna-System treffen und ihre Belohnung entgegennehmen. Wir müssen aber erstmal diese Gangsterbosse eliminieren. Ich glaube, das war nicht ganz so einfach. Das heben wir uns auf. Das haben wir gemacht. Ja, hier haben wir noch wieder was auf der Citadel. Eine Art biotische Kommune abgefangen. Die Nachricht scheint prinzipiell recht harmlos zu sein, aber wo müssen wir da hin? Begeben Sie sich in das Century-System des Hawking Ether Clusters. Untersuchen Sie das seltsame biotische Kommune, okay? Ungewöhnliche Signale. Auf der Citadel haben Sie einen Allianz-Patrouillen-Report entdeckt. Einer der Patrouillen hat einige ungewöhnliche Aktivitäten im Hydra-System des Argus-Roh-Clusters gemeldet. Begeben Sie sich in das Hydra-System und starten Sie eine Untersuchung, okay? Weiß noch nicht. Also eins davon werden wir machen in der nächsten Folge. Ich glaube nicht, dass wir direkt zur Citadel zurückkehren, wobei ich diese Quests doch gern abgeschlossen hätte. Doch, wir werden erstmal zur Citadel zurückfliegen, um dort diese Quests abzuschließen. Und vielleicht ergibt sich ja aus der einen oder anderen Quest noch was anderes. Ich habe da so eine Vermutung bei einer unserer Aufgaben, dass die interessant sein könnte. Auch dann für die späteren Teile. So, wir kehren zur Normandy zurück. Und während hier der Ladebildschirm läuft, verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Und bis dahin. Ciao, ciao.